Vor diese erste Seite soll nun das Inhaltsverzeichnis eingefügt werden. Ich brauche hier also mehr Platz, indem ich über Umbruch, Seitenumbruch eine neue Seite einfüge und jetzt hier vorne neu beginne. Dieses Inhaltsverzeichnis selbst soll nicht mit hineingenommen werden als Titel, deshalb formatiere ich es nicht als Überschrift, sondern mache es manuell etwas größer, 18 Punkt und fett. Und anstatt dass ich jetzt manuell die Titel und die Seitenzahl eingebe, lasse ich dieses Inhaltsverzeichnis automatisch erstellen. Über Einfügen, Index und Verzeichnisse habe ich im Reiter Inhaltsverzeichnis verschiedene Designs zur Auswahl. Die sind alle mehr oder eher weniger geeignet. Ich wähle mal von Vorlage. Man kann das jederzeit noch anpassen. Hier sind bei dir vielleicht sogar drei Ebenen angezeigt, zwei reichen, also Überschrift 1 und Überschrift 2, sonst wird es zu umfangreich. Und ebenfalls kannst du hier die Füllzeichen, also die Elemente zwischen Seitenzahl und Titel einstellen. Mit OK wird es angelegt und du siehst, es ist jetzt aber doch sehr, sehr umfangreich. Das eignet sich nur sehr bedingt. Ich überfahre mal die Untertitel 1.1 und 1.2 und mache da eine etwas kleinere Schrift, 9 Punkt, und vor allem bei diesen Zeilenabstandsoptionen wähle ich für nach 0. Und damit ich jetzt das nicht manuell überall machen muss, suche ich in diesen Formatvorlagen das entsprechende Format, das heißt jetzt bei mir Verzeichnis 2, und da wähle ich Aktualisieren, um der Auswahl anzupassen. Und überall werden diese Elemente kleiner geschrieben. Jetzt haben wir noch ein bisschen ein Problem, dass Abstände nach der ersten Überschrift groß ist und anschließend klein. Das müssen wir umkehren. Ich wähle also so eine Überschrift aus, gehe wieder in diese Zeilenabstandsoptionen, wähle hier vor vielleicht 3 und nach 0, dass also die Untertitel gleich anschließend kommen. Sollte dann etwa so ausschauen. Und damit das jetzt auch wieder übertragen wird, wähle ich bei der Formatvorlage Verzeichnis 1, die im Moment aktiv ist, aktualisieren, um der Auswahl anzupassen. Und jetzt sieht es recht hübsch aus. Es hat hier noch diesen Seitenumbruch. Da müssen wir noch eine Zeilenschaltung zurückgehen. Und jetzt geht es genau auf. Nun, der Vorteil dieses Inhaltsverzeichnisses ist es, wenn du nachträglich zum Beispiel noch mehr schreibst und diese Seitenzahlen sich nach hinten verschieben, so musst du diese Seitenzahlen natürlich nicht manuell anpassen, sondern kannst mit einem Rechtsklick ins Inhaltsverzeichnis hineingehen und du wählst dann einfach Felder aktualisieren und automatisch wird dir hier neu durchnummeriert.